Am Samstag, den 28. Januar 2023, fand in Altötting wieder ein ganz besonderes Highlight statt. Alfons Hasenknopf zauberte den Olmer Rausch mitten in den ausverkauften Raiffeisensaal des Altöttinger Kultur- und Kongresszentrums und verknüpfte dabei Mundart und Urjodeln mit modernster Musik. Wir waren für Sie mit dabei. Mundart, die einzige Sprache, in der die Gefühle gerade heraus aus dem Herzen kommen können. Alfons Hasenknopf spricht und lebt Mundart. In seiner ganz eigenen Tonalität mit Gefühl und Herz. Und jodeln kann er auch. Diese beiden Komponenten, das richtige Urjodeln und Lieder in Mundart, bayerisch gesungen, das erwartete das Publikum am Samstagabend in Altötting. Olmer Rausch ist ja Pflanzen, die kann man auch trinken irgendwie, da gibt es ja einen Schnaps und so weiter. Aber nein, der Olmer Rausch ist tatsächlich anders gedacht für uns. Das ist das Gefühl, wenn du auf dem Berggipfel gehst und du stehst da oben und du sägst in die Weiten und du gehst in Knie irgendwie und was für ein schönes Erlebnis und was für Gnade das ist, dass man sowas erleben darf. Sonnenaufgang in die Berge, auf dem Gipfel stehen. Da stolzt einfach alle hoch auf und du bist einfach nur in diesem Rausch drin. In dem Gefühl so ungefähr, ich mag da nicht mehr weg. Dann kommt der Bergfrieden dazu, dann kommt das Ganze, die spült sich dann so auf und das ist dann ein richtiger Rausch. Die Lieder von Olmer Rausch entstanden in der fünfwöchigen Einsamkeit einer Berghütte. Die Ruhe, die Zurückgezogenheit, die Stille. Das sind die Momente, in denen die Lieder sich entwickeln können und die richtigen Wörter, die Melodien finden können. Die Geschichten aus dem Alltag, die spielen ja bei dir in den Liedern auch eine ganz wichtige Rolle. Wie entscheidest du denn, welche Momente, die du erlebst, Teil deiner Lieder werden und welche vielen anderen Momente denn nicht? Das kann man nicht entscheiden. Das kommt in dem Moment, wo ich ziehe mich immer zurück zum Schreiben, weil das so intensiv ist dann, wenn du ankommst und dann ploppen halt einfach die Geschichten, die du erlebt hast, die ploppen dann so nacheinander auf. Und nicht immer ist natürlich was dabei, was praktisch zum Lidl führt, aber du kannst es dann nicht beeinflussen. Also wenn dann ein Thema dabei ist, das dich packt, dann fließt das meistens richtig los und dann entsteht ein Lidl, manchmal sogar in 10 Minuten und manchmal braucht der Lidl einfach nur mal ein bisschen einen Nachgang und so. Ja. Nachdenken, schmunzeln, sich als Zuhörer identifizieren können. Das sind die musikalischen Geschenke, die Alfons Hasenknopf für sein Publikum bereithält. Und das wirkt dank seiner phänomenalen Präsenz im Raum einmal mehr am Samstagabend in Altötting. Alfons Hasenknopf, Steffi Rösch und Michael Leitinger zeigen auf der Bühne die pure Lust, die Songs in ihrer ganz emotionalen Bandbreite darzubieten. Und heute steht sie auch zu dritt auf der Bühne. Wie habt ihr drei euch denn gefunden? Lange Geschichte, kurz erzählt. Michi kenne ich schon über 25 Jahre. Also wir machen schon über sehr, sehr lange Zeit Musik miteinander.
bester Freund. Und die Steffi ist mittlerweile 10-Jährige, haben wir jetzt. Die Steffi haben wir auf eine ganz kuriose Weise kennengelernt. Wir haben gesucht nach einer rothaarigen Bassistin. Das war so ein Splint von uns. Weil wir gesagt haben, mal ganz was anderes. Und dann haben wir halt auf die Suche gegangen und haben im Internet recherchiert und irgendwie haben wir keine rothaarige Bassistin gefunden. Aber ich bin bei einem Beutel hängen geblieben, eine rothaarige Keyboarderin. Da habe ich mir gedacht, jetzt frage ich einfach mal, ob es ein paar Spuren rein kann oder so. Und dann habe ich so angerufen und dann sage ich, du hast da rote Haare und so weiter. Und dann sagt sie, nö, überhaupt nicht. Der, wer war die wirklich? Also auf dem Beutel unter einem roten Scheinwerfer gesessen. Jetzt hat das ausgeschaut, wie wenn es rote Haare. Und so sind wir dann zusammengekommen. Also so, das ist wirklich dann so ein Zufall gewesen. Braune Haare hat es gehabt, jetzt hat es blonde. Ja, manchmal müssen diese Zufälle auch dazu führen, genau, dass einfach was ganz Besonderes entsteht. Und ja, jetzt war ja 2 Jahre lang Corona-bedingter komischer Stillstand. Jetzt geht es endlich wieder los. Wie sehr freust du dich denn, dass 2023, dass du jetzt wieder auf der Bühne stehen kannst und in Präsenz vor die Leute spielen kannst? Sehr. Ja, wir haben ja den schönsten Start überhaupt gehabt für 2023 im Schlachthof. Der war ausverkauft und die Stimmung war nahe. Wer unseren Zirkus Krone-Auftritt kennt, das ist ganz nah hingekommen. Und wenn es so losgeht, das Jahr, ach weißt, das ist einfach total schön. Also ein Riesengeschenk. Die Premiere von Alfons Hasenknopf mit seinem Olmerausch war ein voller Erfolg und die Zuschauer danken es ihm mit tobendem Applaus. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir hoffen, Ihnen haben unsere Impressionen der Premiere von Alfons Hasenknopf und Olmerausch gefallen. Wir wünschen Alfons Hasenknopf auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.